Woher kommt dieses immense Selbstvertrauen, Hans? Weil die gewonnen haben bisher. Das, was gefragt wird, wenn du 5-mal hintereinander verlierst, wieso kommt es, dass sie dann immer wieder Probleme haben mit dem nächsten Spiel, dann sagst du als Trainer in Ermangelung besserer Erklärung, sie müssen einfach wieder mal gewinnen. Und das haben sie am ersten Tag nach dem Trainerwechsel beim André Schubert gemacht. Und du hattest das Gefühl, es war wirklich die erwünschte und erhoffte Erlösung. Und seitdem machen sie es sagenhaft. Ich glaube, dass André Schubert ein super Draht hat zu diesen jungen Spielern und ihnen die Freude wiedergegeben hat und sie auch einfach machen lässt. Unter Favre, der sehr verkopft war am Ende und sich mit der Krise immer mehr zurückgezogen hat und genörgelt hat und gegrübelt hat. Alles das war auch seine Stärke in den letzten Jahren. Aber zum Schluss war das too much, glaube ich. Und ich glaube, Schubert und Gladbach, das ist somit das spannendste Projekt in der Bundesliga gerade. Das erinnert mich total an die Anfangszeit von Klopp und Dortmund. Ich glaube, dass André Schubert eine Riesenchance hat, mit Gladbach jetzt auch eine kleine Ära zu prägen, auch wenn er ganz am Anfang steht, weil er auch einfach die Spieler machen lässt und weil es einfach eine Spaßveranstaltung ist, eine Vollgasveranstaltung. Was ich bemerkenswert finde, sind vor allem, dass die jungen Spieler funktionieren. Es ist nicht nur jetzt irgendwie so ein Ersatz, der da so reinkommt. Also Traoré hat super gemacht, nachdem sich Hermann und auch Hahn verletzt haben. Und auch jetzt Christensen in der Abwehr überrascht mich, sehr jung. Also da ist jetzt mehr als nur Favre, aber natürlich war Favre auch mit ein Grundstein dafür, dass die Mannschaft jetzt so funktioniert. Aber sie müsste eigentlich gar nicht so gut funktionieren. Das sind genügend Spieler verletzt und trotzdem schaffte es Gladbach gestern zurückzukommen. Das fand ich wirklich sehr bemerkenswert. Also das ist nicht so selbstverständlich. Die Tatsache, dass wir nach diesem beschissenen Start zurzeit die drittbeste Mannschaft sind im Angriff. Das spricht ja eigentlich für den Willen von ihm und die fantastische Umsetzung der Mannschaft. Ja, dass das ein bisschen auf Kosten geht, der Sicherheit nach hinten, das ist auch das Normalste auf der Welt. Das können nur Spitzenmannschaften, das beides so zu koordinieren, dass nicht eins vom anderen und zwar kontraproduktiv gegenübersteht. Aber das wird er auch noch hinkriegen.